Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem, ja, hoffentlich legendären Abend mit legendären Zeitzeugen. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Silke Ang, ich bin von SWR 2 und habe die Freude, dieses Podium hier heute moderieren zu dürfen. Und ich darf ganz kurz noch etwas erklären. Sie haben ja gehört, wir werden diese Diskussion morgen sozusagen in einem Best-of ausstrahlen, 17.05 Uhr. SWR 2 Forum, und deswegen gibt es so ein paar Dinge, die Sie vielleicht erstmal stutzen lassen. Also ich werde eine Stationsansage machen, ich werde die Leute, das Podium vorstellen und werde zwischendurch auch nochmal in der Diskussion eine Stationsansage machen, weil das einfach ein Element dieser Sendung ist. Und also das nur so als Erklärung vorweg. Und jetzt würde ich jetzt erstmal, bevor wir dann loslegen, doch das Podium noch ganz herzlich begrüßen wollen. Und zwar neben mir Frau Dutschke. Und ich glaube, man muss gar nicht viel zu ihr sagen. Zeitzeugin, auf jeden Fall die Zeitzeugin schlechthin und die Mitaktivistin und Theologin, Buchautorin und Ehefrau von Rudi Dutschke. Und mitten sozusagen, ja, sozusagen im Auge des Taifun war sie mit dabei 1968, und wir freuen uns sehr, dass sie heute Abend hier ist. Herzlich willkommen, Frau Dutschke. Danke. Dann neben Frau Dutschke ist, ja, man, den Stuttgartern braucht man ihn vielleicht auch nicht mal großartig vorstellen, der Peter Grohmann, Kabarettist, Aktivist, auch Zeitzeuge, und auch vielfach hat er sich in der 68er-Bewegung hervorgetan. Herzlich willkommen, Herr Grohmann. Dann darf ich noch recht herzlich begrüßen Frank Meyer. Er ist Publizist, kommt aus der Schweiz, wie Sie gleich hören, ist geboren in Biel, ist auch ein Zeitzeuge in der 68er, die 68er hat er verfolgt aus der Schweiz, aber er lebt schon seit langem auch als politischer Beobachter und Kolumnist in Berlin und wird uns hier auch nochmal seinen ganz besonderen Blick auf diese Ereignisse erzählen. Herzlich willkommen, Herr Meyer. Ja, und ganz außen grüße ich ganz herzlich Professor Detlef Siegfried. Er ist Zeithistoriker an der Universität Hamburg und hat sich sehr intensiv auch mit den 60er Jahren befasst. Und wenn Sie hier durch die Ausstellung gehen im Haus der Geschichte, werden Sie öfters auch im Katalog auch auf seinen Namen stoßen, denn er hat auch sich sehr intensiv gerade mit der Kulturrevolution dieser Tage befasst und dazu auch ein neues Buch geschrieben. Ich habe es jetzt auch nochmal, es erscheint erst im März, glaube ich, ne, Herr Siegfried? In 2 Wochen, habe ich gehört. Ach, in 2 Wochen, dann habe ich das jetzt gerade verwechselt. Also 1968, Protest, Revolte und Gegenkultur erscheint im Reklam Verlag. Dann habe ich das auch noch erzählt. Und natürlich, Frau Dutschke, Sie haben auch noch ein Buch geschrieben, passend jetzt zum 50-jährigen Jubiläum. 1968, worauf wir stolz sein dürfen, erscheint, das Buch erscheint am 2. März dann aber im Konkurs Verlag, wenn ich das richtig gesehen habe. Murmann Verlag. So. Also, Sie sehen, wir haben hier die kompetenten Leute sitzen, und ich freue mich, dass Sie dabei sind und so großes Interesse haben. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt muss ich nur einen kurzen Schluck Wasser nehmen. Sorry. Sehr warm hier. Also, jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt kommt die Stationsansage. SWR 2 Forum, heute aus dem Haus der Geschichte in Stuttgart zum Thema Mythos 1968. Was bleibt von der Protestbewegung? Rock'n'Roll und Antibabypille, Studentenproteste und Ostermärsche. Die 60er Jahre gelten als Jahre politisch. Entschuldigung, das macht jetzt das Wasser. Sie sehen, das normalerweise wird immer rausgeschnitten. Ich fange normal an. Rock'n'Roll und Antibabypille, Studentenproteste und Ostermärsche, die 60er Jahre gelten als Jahre politischer Befreiung und gesellschaftlichen Umbruchs. Der wachsende Wohlstand im Westen brachte eine Jugendkultur hervor, die mit Musik und Kleidung bewusst Opposition gegen die Elterngeneration bezog. Studenten machten mobil gegen eine konservative Professorenschaft und protestierten, auch Steine werfend, gegen eine imperialistische Weltordnung. 1968, der Mythos lebt, doch was hat er tatsächlich bewirkt? Darüber diskutieren im SWR 2 Forum. Gretchen Dutschke, Autorin, Theologin und Ehefrau des Studentenführers Rudi Dutschke, Professor Detlef Siegfried, Zeithistoriker an der Universität Hamburg, der Schweizer Publizist Frank A. Meyer, Peter Grohmann, Stuttgarter Aktivist und Kabarettist. Herr Grohmann, ich würde gern bei Ihnen anfangen wollen.
Herr Gohmann, Sie gehörten damals zu den Aktivisten dieser legendären Generation. Was macht denn eigentlich einen 68er aus? Also sprechen wir da über eine Haltung? Ist das ein Lebensgefühl? Sie sehen, dass ich nachdenken muss, ist schwer zu sagen, weil ich bin ja eigentlich ein 58er. Oder sagen wir noch ein 48er vielleicht. Aber die 68er, das waren für mich mindestens immer die Studentischen, die Intellektuellen, mit denen wir zu tun hatten als junge Arbeiter und junge Angestellte, als Opposition, die schon vor 68 da war. Insofern tun wir uns immer ein bisschen schwer mit der Verortung, wer gehört jetzt wohin und wer hat was gemacht. Herr Mayer, Sie sind Publizist und zwar nicht irgendeiner, muss man sagen, sondern die graue Eminenz im Medienkonzern Ringier, einer, der die Welt erklärt im Fernsehen und auch in Ihrer regelmäßigen Kolumne im Magazin Cicero. Sie sind auch unüberhörbar Schweizer, kommen aus Biel, leben aber seit vielen Jahren als politischer Beobachter in Berlin. 1968, da waren Sie 24 Jahre alt, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Heute, muss man sagen, bewegt ja Menschen in diesem Alter so ihr Smartphone oder auch ihr Privatleben und die meisten wollen ihre Ruhe haben und keine Lust mehr auf die große Politik in Berlin. Warum war das bei Ihnen und warum war das offenbar bei so vielen damals so grundsätzlich anders? Also zunächst war es anders, weil bei mir ein Engagement vorhanden war, schon viel früher, mit 14. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und habe nicht studiert, sondern Schriftsetzer gelernt und ich möchte gerade bei Ihnen. Sie auch? Ja. Ah, ja, wunderbar. Das war da haben Sie lange zwei die gefunden. Avantgarde der Arbeiterbewegung. Ja. Also und das hat mich natürlich einerseits, das Engagement hat mich begeistert für diese unruhige Bewegung, die da plötzlich entstand, auch in der Schweiz. Genau dort eher im Sandkastenformat, aber immerhin, es gab sie mit, die Polizei erwies ihr auch die Ehre mit Knüppeln, nicht? Das war ja die Valorisierung der Bewegung, die ja eben nicht von den Arbeitern auf den Schild gehoben wurde, sondern eher von der Polizei und den bürgerlichen Gegnern. Und es gab also einerseits die Begeisterung dafür und andererseits, man gehörte nicht dazu. Man hat es beobachtet. Man war nicht ein Studierter, man kam auch nicht aus einer bürgerlichen Familie. Jetzt könnte, das sind ja vielleicht sicher Aktivisten von damals, die aus Arbeiterfamilien kommen, aber es war doch eher die Ausnahme. Es waren die, die studiert haben und die die Möglichkeit hatten, wenn wir halt dann am Setzkasten standen. Und damals war ich allerdings sehr früh schon Journalist. Und das war das ist so eine Ehrenmeldung für mich, dass die Aktivisten, die, mit denen ich später Politik gemacht habe, die da haben dann gesagt, du warst der Einzige, der fair über uns schrieb. Es war mehr als fair. Ich war natürlich auch begeistert, dass es das gab. Und das war mein Einstieg. Frau Dutschke, Sie standen ja quasi als Frau bis zum Attentat auf Ihrem Mann im Zentrum dieser Bewegung, die man heute die 68er nennt. Damals aber, muss man sagen, war das doch eine sehr von Männern geprägte Veranstaltung, oder? Ja, also ich denke, das war schwierig für die Frauen. Frauen waren da. Die waren immer dabei, haben immer mitgearbeitet, haben immer mit demonstriert. Aber wenn die versuchten, irgendwie ein bisschen zu was zu sagen, zum Beispiel im SDS, die eben dann, ja, das Zentrum, wo Theorie und auch Praxis ausgedacht war, haben die Frauen mal hin und wieder versucht zu reden, wurden die ein bisschen ausgelacht. Also es war nicht schön, das würde ich zugeben. Sie wurden ausgelacht, also die Frauen waren nicht sozusagen als in der Debatte gleichberechtigt? Am Anfang nicht. Also das heißt, als ich da war. Ich weiß nicht, wie es früher war. Und nachher hat das natürlich ganz geändert, als die Frauen dann doch die totale Frauenrevolte gemacht haben. Da kommen wir ja gleich noch drauf. Okay. Ich möchte gerne noch zu unserem letzten Gast kommen. Herr Professor Siegfried, Sie haben 1968 wahrscheinlich eher den Hasen Cäsar geguckt oder Graf Josta im Fernsehen, denke ich mal. Jedenfalls waren Sie mit 10 noch etwas zu jung, um sich direkt am Geschehen zu beteiligen. Also insofern schauen Sie doch eher mit dem nüchternen Blick des Historikers auf diese ganzen Ereignisse. Warum eigentlich gibt 1968 nun ausgerechnet dieses Jahr dieser Generation diesen Namen? Also man könnte sich ja auch
1967 denken, dass auch mit der Ermordung oder mit der Erschießung von Benno Ohnesorg dieses Jahr irgendwie eine besondere Bedeutung bekommen hätte. Aber nein, es sind die 68er geworden. Ja, also ich denke, das hat sicherlich damit zu tun, dass das Ganze natürlich eine internationale Dimension hat. Also wir, 68 ist ja ein Stichwort nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in Europa und darüber hinaus, eben weil im Jahr 68 und um das Jahr 68 herum in allen Ländern der Welt oder in sehr vielen Ländern der Welt politische Aktionen stattgefunden haben, so wie wir sie in Deutschland erlebt haben. Und für viele war eben das Jahr 68 das Entscheidende, nicht unbedingt das Jahr 67. Für die Bundesrepublik würde ich sagen, also es gibt eigentlich, der Begriff 68 umfasst zeitlich gesehen immer mehr als nur das Jahr 68. Also es beginnt, wenn man das mal eng fassen will, 1967, spätestens mit den Schüssen auf Benno Ohnesorg am 2. Juni. Und es endet, würde ich sagen, 1969, als die ganze Bewegung auseinanderbricht. Aber man kann es auch noch weiter fassen und sagen, also vorbereitet wird das Ganze eigentlich schon Jahre vorher. Herr Grohmann sagt, er ist 58er. Und ich finde 58 eigentlich ein gutes Stichwort dafür, weil man da sehen kann, wie viel sich in der Bundesrepublik schon verändert. Und aus dieser Perspektive gesehen sind die 68er auch ein Resultat von Veränderungsprozessen, die es vorher schon gegeben hat, die, von Prozessen, die sie aufgreifen, radikalisieren, politisieren, in eine bestimmte politische Richtung treiben wollen, nämlich in eine sozialistische. Also insofern muss man diesen Begriff 68 relativieren. Wir nehmen ihn einfach, sagen wir mal, als eine Formel, mit der man etwas umschreiben will, was viel größer ist, in sich differenziert ist, auch viele Aspekte hat, was die Sache wieder schwer macht, zu definieren. Und der Titel dieser Veranstaltung heute ist ja Mythos 68, was ja besagt, also offenbar ist, wird damit irgendetwas verbunden, was geheimnisvoll oder schwer zu fassen ist. Und das würde ich unterstreichen, so ist das auch. Und deswegen hat die Zeitgeschichtsforschung vor ungefähr 20 Jahren angefangen, dieses Datum zu historisieren, also danach zu fragen, was war das eigentlich? Ist es wirklich so, wie wir heute auch wieder hören, dass die 68er an allem schuld sind, was an negativen Entwicklungen danach passiert ist, oder der Ursprung aller Liberalisierung in der Bundesrepublik? Und wenn man da genauer hinguckt, dann kommt man zu differenzierteren Urteilen. Ich wollte nur noch kurz erwähnen, ich bin an der Uni Kopenhagen, nicht Hamburg. Nur der Richtigkeit halber. Okay. Ist auch ein sehr schöner Ort, gebe ja, ich zu. Muss man sagen. Vielleicht auch dann eine Frage in die Runde hier. Es war ja eben nicht nur eine studentische Bewegung, sondern eben auch eine ja. Jugendprotestbewegung. Und wir haben gesehen, was die Medien angeht oder die Institutionen angeht, dass es durchaus eben nicht nur auf die Lehrenden beschränkt war, sondern dass auch das ganze System in Unruhe geriet. Also auch die längst die Unis verlassen hatten. Auch die Apparate der Gewerkschaften, der genau. Parteien. Es war ja ein einziger Aufruhr. Und der hat nicht unbedingt 68 begonnen, sondern hatte seine Ursachen natürlich auch in der Entwicklung der Bundesrepublik. Also wir wollen jetzt nicht zu zweit reden, aber genau. Ich will trotzdem nur ergänzen und sagen, deswegen ist es auch richtig, eigentlich von 68 als einer Jugendrevolte zu sprechen, ja. Eher als einer Studentenrevolte, weil das sozusagen die Perspektive von vornherein begrenzt auf den Nachwuchs der Eliten und auf eine politische Bewegung, während aus meiner Sicht das Ganze viel breiter angelegt ja. werden muss. Zu den so habe ich das überhaupt nicht empfunden. Ich war auch in Deutschland, also natürlich war es de facto breiter angelegt, aber das entscheidend war die studentische Jugend. Sie hat das geprägt, und wir reden jetzt aber nur von Deutschland. Das ist auch nicht interessant, weil 68 war natürlich einschneidend, weil damals Dubček Svoboda mit dem Einmarsch der Warschau-Paktstaaten gestürzt wurden und dieses Diktator, das war eigentlich auch markant, das war 68, nicht? Und das hat auch die Zahl festgemacht. Und das hat dann gar nichts zu tun mit studentischer Bewegung, sondern es war wirklich eine Bewegung des Volkes dort. Aber ich glaube schon, dass es eine Studentische, es hat gar nichts dagegen einzuwenden, dass es eine studentische Bewegung war. Sie ist es auch. Aber es hat uns alle bewegt, ja. Das ist ganz klar. Aber geführt wurde es. Ich habe bei Ihnen ein Zitat von Kral gelesen, der gesagt hat, weil wir Studenten die Zeit hatten, ich zitiere frei, aber nicht falsch, weil wir Studenten die Zeit hatten, die Freizeit, konnten wir die Probleme erkennen und wir werden jetzt die quasi das, was die normalen Menschen so bedrängt, im kapitalistischen System quasi führend
aufbrechen und verändern. Es war sogar ein intellektueller Führungsanspruch zu spüren. Frau Dutschke, ich würde Sie gerne fragen, weil jetzt gerade schon hier das Thema oder die Frage aufgeworfen wird nach den Deutungsmustern. Was war denn das jetzt eigentlich, diese 68er-Bewegung? War das eher eine Jugendrevolte oder war es doch eine politische Revolution? Wie würden Sie das beurteilen? Ja, also sicherlich haben die Studenten eine Rolle gespielt. Also ich nenne es gern die anti-autoritäre Rebellion, weil ich denke, erstmal fing es an als ein Protest gegen diese autoritäre Gesellschaft, die Deutschland war, aus der Nazi-Geschichte und so. Und ich denke, es war erst das Gefühl, dass man irgendwie diese Elterngeneration, die man nicht weiß, was sie in der vorherigen Zeit gemacht haben, aber vielleicht auf jeden Fall nicht, was sie hätte machen sollen. Also ich denke, das war vielleicht der Anfang in Deutschland. In den USA, wo ich war, zu der Zeit war es natürlich anders. Wir haben aber auch genau und das fing auch genau an, auch Ende der 50er Jahre, nicht? Ich denke schon mit der Beatniks, mit der ganzen Civil Rights Bewegung und so, also haben wir sowas auf eine Weise etwas Ähnliches gehabt, nicht? Ja, ein Jugendrevolt, würde ich sagen, obwohl die Studenten vielleicht diese ganze, ja, ideentheoretische Seite vielleicht und auch, ja, erstmal die Planung für die erste große Demonstration kam aus dem SDS und das waren Studenten, also beide Seiten, denke ich, ist richtig. Beide Seiten, ich glaube, das ist das auch. Das Thema, dass diese 68er ist eine ganz schillernde Bewegung eigentlich auch. Und damit kommen wir nochmal zu der Frage, was macht denn jetzt eigentlich diesen Mythos aus? Dass sich auch heute noch immer Leute über die 68er entweder aufregen oder sie kriegen ganz verklärte Blicke. Oder man denkt eben immer an Love und Peace und Happiness und so, wenn man an die 68er denkt. Also warum ist es so ein Mythos? Was würden Sie sagen? Ja, also erstmal bin ich nicht ganz sicher, was das heißen soll, Mythos. Also Mythologie ist es nicht, es ist geschehen, es ist wirklich, es hat die Gesellschaft wirklich geändert. Also das ist kein Mythos, das ist Wirklichkeit. Aber ja. Herr Grumann, Sie waren ja auch dabei. Sie haben was bewegt. Was haben Sie bewegt? Was haben Sie verändert? Frau Dutsch gesagt, die 68er haben was verändert. Ja, ich denke, das ganze Klima in der Republik hat sich ja verändert, auch wenn wir mit der momentanen Situation nicht zufrieden sind. Ich meine, alles, was an Entnazifizierung passiert ist, war ja ein Ergebnis dieser Bewegung. Und die bürgerliche Gesellschaft hat, die klassische bürgerliche Gesellschaft hat das versucht zu verhindern. Wir waren in dieser APO und vor dieser APO diejenigen, die diese Themen auf den Tisch gebracht haben. Jetzt nicht nur, was die Nazi-Zeit angeht, sondern auch, was beispielsweise die internationale Solidarität angeht, den Vietnamkrieg, überhaupt den Krieg angeht, die Wiederbewaffnung in Deutschland. Das waren alles Themen, die wir in die Gesellschaft hineintransportiert hatten. Der studentische Teil der Bewegung hatte die Regeln verletzt und das war das Neue. Er hatte im Nu eigentlich sehr volle Straßen, hatte ganz neue Methoden, sehr freche Methoden, wo wir so ein bisschen auch verblüfft waren. Was ist jetzt, wieso kommen jetzt hier so viele Leute? Die Hörsäle haben sich geleert und im Nu waren die Straßen natürlich voll. Das ist für Leute, die den ganzen Tag arbeiten. Ich hatte damals schon zwei Kinder. Man war im Dienst, man hatte sich natürlich nach Feierabend, hat man Politik gemacht, aber es war da sehr schwer, unter Tag irgendwas zu machen. Man hat es dann trotzdem gemacht. Ne? Aber das Besondere war schon das Verletzen der Regeln. Und das war in den alten Bewegungen eben nicht. Wir waren anständig. Leider. Herr Mayer. Wir sind es doch geblieben. Also Sie vielleicht. Wissen Sie, Mythos, ich würde sagen, Mythos konnte es werden. Sonst das Wort trifft es schon irgendwo. Weil es eine Bewegung der Bilder war. Der was? Der Bilder. Okay. Es gab das Fernsehen, es gab eine Presse, die plötzlich auf Bilder setzte. Das war nicht selbstverständlich, lange Zeit nicht. Man entdeckte die Bilder und die Bilder sind geblieben. Die Frau, die sich zu Benno ohne Sorg beugt und ihn so hält. Das ist ein unglaubliches Bild. Dann das Bild von den nackten Mädchen im Vietnamkrieg. Es waren aber nicht Napalmopfer, das weiß man inzwischen. Aber wir haben gesagt, das sind Napalmopfer und die zwei nackten Mädchen, die blieben. Oder Rudi Dutschke oder sein Fahrrad am Straßenrand, ich glaube am Kudamm war es, als das Attentat stattfand. Das waren Bilder von einer unglaublichen Kraft. Dann die Bilder
auf den Campus da in den USA, die gegen den Vietnamkrieg, nicht? Das waren Bilder mit Johnson. Das, alle Figuren damals sind uns als Bilder wie eingeimpft. Damit leben wir, die gehören zu unserem Bildungsroman. Die Bilder sicher und was man hier auch in der Ausstellung schön sehen kann, natürlich die Musik auch. Und das kommt natürlich dann gleich auch zum Klingen. Man hört ein bestimmtes Lied, Jimi Hendrix, die Gitarre, der Sound, dann ist das Lebensgefühl wieder da, oder? Ja, es waren aber auch Bilder, ich will es noch ergänzen, es waren auch Bilder beispielsweise von den sowjetischen Panzern in Prag. Das waren auch sehr eindrückliche Bilder oder das waren Bilder von anderen großen Katastrophen, die uns sehr bewegt haben. Oder es war, wenn ich an die Springer-Blockade denke, es waren Meldungen in den Medien, Nachrichtenmeldungen, wir haben gehört, das und das ist in Berlin passiert, Benno Ohnesorg. Und die Initiative ging damals vom Club Voltaire aus. Wir waren sofort auch an der Uni und haben die Uni aufgerufen und mobilisiert und gesagt, jetzt müssen wir da hin. Und haben gesagt, wo ist Esslingen, wo ist die Druckerei? Aber wir wussten, wo die Eingänge waren und wir wussten, wie man blockiert. Das waren ja, das waren dann auch nachträglich nochmal wieder Bilder, die wir neue... Aber wenn ich das noch ergänzen darf, also Bilder, das sind ja auch die Faktoren, die sozusagen den Mythos nicht schaffen, aber auf jeden Fall untermauern und bestimmte Interpretationen immer wieder neu aufkommen lassen. Ich würde sagen, weil Sie, Frau Arning, ja danach fragten, was ist eigentlich dieser Mythos, was hat es damit auf sich? Und ich glaube, der Mythos von 68 besteht eben darin, dass damit entweder alles Tolle begann oder alles Schlechte begann. Und dass in diese sozusagen sehr grobkörnigen Vorstellungen alle möglichen Teilprojektionen einfließen, die wir auch damit verbinden. Zum Beispiel die Frage, wer hat eigentlich tatsächlich angefangen, die NS-Bearbeitung in der Bundesrepublik loszutreten? Und da also ist die historische Forschung mittlerweile der Meinung, dass das nicht die 68er waren, sondern dass das lange vorher stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat, aber begonnen hat. Auch begleitet von studentischen Aktionen. Also die berühmte Ausstellung Ungesühnte Nazi-Justiz, heißt sie, glaube ich, von Strecker, die Ende der 50er Jahre lanciert worden ist vom SDS. Aber gleichzeitig hat es eben auch die großen Prozesse gegeben ab 1958, wo also NS-Straftaten, die Massenerschießungen im europäischen Osten aufs Tapet gekommen sind und wo man angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ich nenne nur das Stichwort Auschwitz-Prozess von 1963 bis 65, also Jahre vor 68. Das heißt nicht, dass der SDS und die Studenten damit nichts zu tun gehabt hätten, aber es zeigt eben auch, dass es Initiativen gab in der Gesellschaft von Älteren. Ein Stichwort wäre, das so in der Forschung gebraucht wird, 45er-Generation. Das wird jetzt die meisten wahrscheinlich verwirren. Aber es ist so, wie bei der 68er-Generation, diese Zahl bedeutet, also das ist das Jahr, in dem die Individuen irgendwie eine besondere Prägung erfahren haben. Und bei der sogenannten 45er-Generation ist es eben so, das sind die Leute, die am Kriegsende Jugendliche waren oder junge Erwachsene und dann mit der Gunst des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Demokratisierung ihr Erwachsenenleben begonnen haben. Und viele von denen waren eben auch kritisch, also gegenüber dem Nationalsozialismus, gegenüber Konservatismus und haben bestimmte Reformen schon angeschoben, auf die dann die 68er aufgesattelt haben und sie zum Teil durchgesetzt haben gesellschaftlich, zum Teil radikalisiert und so. Aber das wäre jetzt ein Punkt, wo ich sagen würde, hier muss entmythologisiert werden, obwohl ich das jetzt auch, also ich möchte jetzt nicht als großer Entmythologisierer auftreten, aber das ist sozusagen der Job der Historiker, zu gucken, was steckt denn hinter diesen ganzen Geschichten, hinter der öffentlichen Geschichtskultur, den Wahrnehmungen und so weiter, tatsächlich an historischen Fakten. Aber das ist natürlich berechtigt, wenn es eine Generation gibt, eine 68er-Bewegung, die von sich, sage ich jetzt mal, behauptet, sie hat die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit initiiert oder erstmal in die größere Öffentlichkeit getragen, dann ist das ja auch eine Art von Selbststilisierung, Selbstmythologie. Auf jeden Fall. Ja. Das war ja nicht so, dass die recherchierten, wie das damals war. Das war eher der Reflex gegen die Generation, die ältere Generation, die sie verantwortlich machten. Aber es war ihr Antifaschismus, übrigens ein nachgeholter, ohne jedes Risiko, in einer Gesellschaft, die das modernste Grundgesetz der Welt hatte. Das muss man auch noch sagen. Es gibt auch eine gewisse Absurdität des Ganzen. Also dieser Kampf ausgerechnet in Deutschland gegen die erste wirklich deutsche Demokratie, die bis heute Bestand hat, weil sie das modernste Grundgesetz der Welt hat. Das modernere als wir Schweizer. Ja. Aber dieser Aufgabe,
dieser nachgeholte Antifaschismus war aufgehoben im in der sozialistischen Utopie. Das lief mit, das war nicht ein Sujet, das man richtig behandelte. Das kam dann erst in die Bevölkerung völlig trivial mit der Holocaust-Serie über die Familie Weiss. Da hat man plötzlich, war man drin. Das war man nicht drin durch die 68er. Herr Professor Siegfried. Ja, also dazu vielleicht nochmal zwei Bemerkungen. Die eine Bemerkung ist demokratische Ordnung und so. Das ist sicherlich richtig. Das Grundgesetz ist eine vorbildliche demokratische Ordnung. Aber es gab ja auch Bestrebungen. Also zum Ersten ist die Frage gewesen, schon in den frühen 60er Jahren von Ralf Dahndorf aufgeworfen. Wie funktioniert eigentlich diese Demokratie, die wir haben, nach den Regeln des Gesetzes, aber wie ist die in der Wirklichkeit umgesetzt? Und da hat er gesagt, das Problem ist, dass ein Großteil der Bürger diese demokratischen Zielsetzungen überhaupt nicht teilt und viel zu wenig demokratisch handelt. Also was wir tun müssen ist, sein Buch Demokratie und Gesellschaft heißt es von 1965, da sagt er, also was wir tun müssen, ist dieser Rechtsordnung eine Verankerung der Demokratie in der Gesellschaft zur Seite zu stellen. Das heißt, wir müssen die Gesellschaft demokratisieren auf den verschiedensten Feldern. Und das ist das, was dann passiert und woran die 68er auch einen großen Anteil haben, nämlich die Frage zu stellen, wie wollen wir das eigentlich machen und in welchen Bereichen wollen wir wie demokratisieren? Das geht vom Krankenhaus über die Schule, demokratische Schule, bis hin zur Bundeswehr, Vertrauensleute und so weiter. Also dass Demokratie in der ganzen Gesellschaft durchgeführt werden sollte. Die zweite Sache, die ich sagen will, ist das mit dem verordneten Antifaschismus. Nein, mit dem nachgeholten Antifaschismus. Also so weit es auch richtig ist, dass die 68er nicht die ersten waren, die Nazis angeklagt haben, so richtig ist es doch auch, dass man Mitte der 60er Jahre nicht wissen konnte, wohin die Reise geht. Also man muss sich das ja als eine offene Situation vorstellen. Tatsache ist, 1964 wird die NPD gegründet und sie zieht zwischen 1966 und 68 in mehrere Landtage ein, unter anderem in Baden-Württemberg. 12 Abgeordnete. 12 Abgeordnete, also auch beträchtliche Stimmen, 10%, glaube ich, in Baden-Württemberg oder mehr. 12 oder 14. Okay, also ziemlich viel. Und die Frage ist, 1969 kommen sie in den Bundestag. Also und gleichzeitig gibt es die Notstandsgesetze, von denen man denkt, wie es glaube ich, schon mal gesagt worden, das sei so eine Art von Ermächtigungsgesetz, neuem Ermächtigungsgesetz, in dem die Demokratie sozusagen juristisch unterlaufen werden soll. Ich will nur sagen, heute wissen wir natürlich alles besser. Aber was wusste man schon Mitte der 60er Jahre? Und letzter Punkt, es gab in Europa ja noch diverse faschistische Diktaturen. Portugal, Spanien, Griechenland ab 1967. Also dass das jetzt alles demokratisch und mit so gewesen wäre. Verbindung von uns in die Bundesrepublik, genau. Also, mein Blick Herr Grumann, ist eben jetzt, vielleicht... Jetzt ist erst noch gerade Herr Grumann dran, der hatte sich schon gemeldet. Ja. Wir hatten da eben darauf antworten wollen. Ja. Ach so. Nein, ich wollte noch sagen, wir hatten ja das Grundgesetz im Alltag. Ständige Bespitzelung aller oppositionellen Dinge, die hier waren. Ständige Repression beispielsweise. Wir mussten 58 Anfang der 60er Jahre noch unsere Flugblätter und Losungen bei der Polizei vorstellen. Hier in Stuttgart beim Polizeipräsidenten. Wir wurden am Arbeitsplatz bespitzelt. Und jetzt rede ich nicht von der verbotenen KPD, nicht, sondern ich rede tatsächlich von dem, was im Alltag war. Da gab es überall Druck und es gab für uns keine Presse. Wir waren einfach, das war der Teil von der totgeschwiegenen Opposition. Also Sie reden mit einem, gegen den während 3 Jahren ein Spionageverfahren der Schweizer Bundespolizei mit sämtlichen Bespitzelungen, Richtmikrofonen aus Wohnungen auf meine Wohnung, Untersuchung meiner Autos, weil ich Ferrari fuhr. Mit dem ging ich allerdings auch an den 1. Mai-Umzug. Das hat man dort irgendwo verstanden, aber die Polizei hat gedacht, die Bundespolizei hat mir dann später gesagt, es war nichts, aber wir haben gedacht, sie müssen von irgendwoher Geld kriegen. Sie können es nicht verdienen. Ich verdiene es tatsächlich, aber das war unglaublich. In meiner Fische, das können Sie sich nicht vorstellen, die ist konkurrenzlos. Da sind diese Stasi-Fischen nichts dagegen. Da stehen meine Liebesverhältnisse. Jetzt ist er wieder mit Marlies, jetzt ist Marlies mit Mario, alles drin. Und wenn ich essen ging mit Ministern in der Schweiz, weil ich war damals Journalist im Bundeshaus und dann ging, ich kannte die Leute, ich gehörte mit dazu, ging ich essen, dann sagte ich denen, guten Tag, einen guten Appetit. Die saßen da tatsächlich in diesen
beigen Regenmänteln, wie man das sieht im Film. Es war alles so. Also das habe ich schon erlebt. Aber es war letztlich, und die gingen zu Leuten, mit denen wir, ich hatte ein Unternehmen, Verträge hatten, sagten, ihr müsst die Verträge kündigen. Man wollte uns an die Existenz. Aber trotzdem war es relativ risikolos. Aber es war wichtig, dass es geschah. Nur ist der Ansatz von Dahrendorf ist eben ein anderer als der Ansatz der Aktivisten der 68er. Denn diese sozialistische Utopie, für die es einen monumentalen Merksatz gibt, den ich für fatal halte, im Fall wir noch auf die Gegenwart kommen, einen ganz kleinen, monumentalen, schlimmen Satz, den die richtig rund, ich auch, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Adorno, Minima Moralia, spielt eine Riesenrolle. Was heißt das? Was heißt das? Im Grunde genommen heißt das, wir müssen die liberale Gesellschaft, die in der Gespaltenheit existiert, im dialektischen Miteinander, gegeneinander, eigentlich in eine überführen, die das richtige Leben ist. Wir müssen also das richtige Leben im richtigen Leben leben, eine Einheit herstellen. Da ist philosophisch ein ganz, ganz fataler, autoritärer Anspruch. Mhm. Es ist letztlich, ja, das schwang mit. Ich sage nicht, dass es ganz toll war, aber dass es das gab. Aber das war dabei. Ich habe gerade den Eindruck, also das wird hier jetzt gerade wieder zu so einer Männerrunde tatsächlich. Und deswegen, Frau Dutschke, das haben Sie ja damals auch schon erlebt. Sie haben es ja eingangs gesagt. Also 1968, da haben die Männer das Wort geführt und die Frauen durften sozusagen dabei sein, um die Ränge aufzufüllen, um zu applaudieren. Und da kam Ihnen ja die Idee, dass Sie gesagt haben, wir brauchen irgendwie einen neuen Erziehungsansatz und auch eine Befreiung von diesem Klischee und Rollen, festgelegten Rollenbild in der Kommune. Das war ja eigentlich Ihre Idee. Ja, also ich hatte natürlich erstmal über Kommunen in den USA, weil ich habe das ja meistens gelesen, was da los war. Und ich dachte, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, weil wenn man in die Kommune ist, ist man immer mit den Leuten zusammen. Man kann sagen, also hier müssen wir wirklich gleich die Gleichheit herstellen. Die Männer müssen an den Hausarbeit teilnehmen, die Frauen auch an der das Lernen und Lehrarbeit müssen lesen können und auch an der Politik beteiligen. Und das habe ich Rudi alles erzählt. Und dann sagt Rudi, ja, das ist eine gute Idee. Er fand es also gut. Ja, dann sagt er gleich, ich lade all meine Freunde ein und dann können wir eine Diskussion darüber anfangen. Ich habe gesagt, nein, ich lade die Leute ein. Dann, ich wusste, wenn er sie einladet, da kommen dann wieder all diese Männer, die nur die ganze Zeit reden, die Frauen gar nichts sagen können. Okay, dann habe ich sie, er war einverstanden, er verstand das. Okay, dann habe ich die Leute eingeladen, wir fingen die Diskussion an. Aber das Problem war, dass alle das dann sehr schön gefunden haben, die ganze Idee, und es kamen immer mehr. Und dann konnte man das nicht verhindern. Es kamen natürlich wieder die Männer, die immer ganz laut geredet haben und immer alle übertont haben und so. Ja, und dann fing diese Kommune-Diskussion wieder auseinander zu brechen, weil dann einige Männer wollten es so machen, also, und haben das dann auch gemacht, also mit der Kommune 1, wo das eigentlich eine andere Idee haben, wie man zusammenleben sollte, als was wir hatten. Dann bei uns war die Idee, ja, eher, dass dieses Frauenproblem gelöst wird durch die gemeinsamen Zusammenleben, Zusammenarbeiten. So, bei denen war es aber ja eher die Idee, wir zerstören die bürgerliche Persönlichkeit und dann irgendwann vielleicht entwickelt sich die richtige Persönlichkeit, was natürlich nie geschehen ist. Und, aber ja, und dann war die Bewegung war natürlich sehr zersplittert und fing ja schon an. Aber was ich erst mal sagen wollte mit der früheren Zeit, mit Deutschland, also es gab diese Verfassung. Das war wirklich eine demokratische Verfassung. Aber die Menschen in Deutschland haben damit nichts zu tun gehabt. Also ich habe gelesen von einem Umfrage 1951, das heißt, ja, schon war der Krieg 6 Jahre vorbei, nicht? Also in diesem Umfrage wollte 47% der Menschen wieder die Monarchie zurückhaben. 42% wollten Hitler zurückhaben, den Nazismus. Dann waren 7% noch für Weimar und 2%, nur 2% für diesen
Bundesrepublik mit seiner wunderbaren Verfassung. Also, das kann man nicht Demokratie nennen. Erstmal wurde diese Demokratie von den Besetzungsmacht gezwungen. Wenn diese Menschen damals gewählt hätten, hätten sie niemals diese Demokratie gewählt. Nicht? Das war gezwungen. Das ist doch keine Demokratie. Also die Demokratisierung, das denke ich schon, war die wichtigste Sache, was die 68er gemacht haben. Die haben gesagt, wir müssen unsere Demokratie schaffen, nicht von irgendwelchen da oben. Das ist doch keine Demokratie. Nicht? Also, nur war das Projekt nicht sehr demokratisch letztlich. Ja, also, das muss man sehen. Ich gebe zu, das ist richtig. Man muss kämpfen dafür. Frau Dutschke, Sie haben es gut als Amerikanerin und ich habe es gut als Schweizer. Weil bei uns hat die bürgerliche Revolution mal wirklich eine Revolution gemacht. In Deutschland nie. Doch, und 68. Nein, das war keine bürgerliche. Überhaupt nicht. Nie. Hier. Doch. Keine bürgerliche 1918. Revolution. 18. Hier. Württemberg, Volksstaat. Nein, 1968 war die bürgerliche Revolution in Deutschland endlich beendet. Es gibt keinen, das was zum Beispiel, also jetzt bitte sehr, komme ich mit der Schweiz, aber es ist doch ein wunderbares Beispiel. 1848, als Deutschland in der Paulskirche, dass das nicht gelang, am 12. September, die Schweizer feiern leider diesen Schiller-Mythos 1. August mit dem Tell. Der 12. September 1848 ist das richtige Datum. Da haben die Freisinnigen, das tönt schon mal gut, nicht die liberale Freisinnige, also frei und sinnlich, haben gesagt, so, das ist jetzt ein freisinniger Staat. Übrigens mit Hilfe von Exilierten, mit emigrierten, verfolgten deutschen Freisinnigen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das war auch die Weimarer Republik, war nicht diese bürgerliche Revolution, sie wurde nie akzeptiert. Es war eine sozialdemokratische Gründung. Die Sozialdemokraten waren eigentlich die bürgerlichste Partei, die Deutschland hatte, auch heute noch. Sie hat die einzige Partei, die gegen die Ermächtigungsgesetze. Es gab keinen einzigen bürgerlichen, wie sie sich nennen. Wie nennen Sie das? Ja, eine Usurpation des Begriffs. Ich wollte nicht erwidern, ich wollte nur mal fragen, Frau Dutschke, Sie haben doch auch in anderen Wohngemeinschaften gelebt, in Dänemark zum Beispiel. Also jetzt haben wir über die Kommune 1 geredet oder den Beginn der Kommune-Idee und dann die autoritären Tendenzen, die da auch sichtbar werden. Aber wie sind Ihre konkreten Erfahrungen mit dem Kommuneleben gewesen? Ja. In Bezug auf Demokratie und Beteiligung aller. Die Ideal wurde, glaube ich, damals nicht geschafft, aber ich denke schon, dass es schon wurde schon versucht, wenigstens für die Situation der Frauen und dass die Männer lernen, wie sie auch ein bisschen an dem Haushalt und die Kinder und so beteiligen, die Frauen auch außerhalb und so. Ich glaube schon, dass man Fortschritt gemacht hat durch diese Kommune-Erfahrung. Ich wollte nur sagen, aber man hat so ein bisschen so von außen betrachtet und ich jetzt nicht als Zeitzeugin direkt den Eindruck, dass so eine Kommune, das war die Frage, wie viel Politik wurde tatsächlich gemacht, wurde dort theoretisiert, große Regen geschwungen und auch Utopien vielleicht entwickelt von der Räterepublik. Einerseits, andererseits war es ja sowas wie Happening-Stimmung. Ja? Also da war ja auch ständiges Kommen und Gehen. Dann kamen irgendwelche Leute zu Besuch. Jimi Hendrix ist, glaube ich, auch mal vorbeigeschneit in Berlin. Also da war ja irgendwie auch, die haben sich ja auch gut vermarktet, oder? Ja, das war die Kommune 1 und die haben sich gut vermarktet, ja. Das war schon war ein von den Punkten, wo die Bewegung sich immer in Widerspruch geraten war und unterschiedliche Meinungen hatte. Und das war auch ein Problem, dass die Einheit zu schaffen. Aber doch, ich denke schon, bei bestimmten Dingen war schon Einigkeit, dass man bestimmte Dinge erreichen muss. Aber andere Sachen wurde immer wieder auseinandersetzt, was auch richtig war. Nicht? Also mich würde noch mal interessieren, wie weit da wirklich auch, wie es auch Herr Professor Siegfried gesagt hat, tatsächlich Politik auch gemacht wurde, über das Nachdenken, über Demokratisierung oder ob das eben doch nur so ein großer Spaß war, so ein Spiel. Also, dass man irgendwie Sit-ins gemacht hat und illegale Demonstrationen und dass man so getan hat, als würde man Molotow-Cocktails basteln und dann waren es doch nur Farbbeutel. Das war Kommune 1. Kommune 1, das war Kommune 1, genau. Aber davon rede ich nicht. Ich habe ja mit Kommune 1 nichts zu tun gehabt. Ja, Sie haben aber sozusagen, es war ja Ihre Idee deswegen von der Kommune. Aber nicht, wie der Kommune 1 das gemacht hat. Okay.
Okay, also davon setzen Sie sich ganz ab dann. Ja, davon setzen okay. Aber ja, trotzdem, nein, ganz setze ich mich nicht davon ab. Ich finde schon, dass viele von ihren Spaßgeschichten, die sie gemacht haben, auch wirklich lustig waren. Okay. Und die haben schon, ich denke, vielleicht Menschen sogar dazu gebracht, dass sie nachdenken sollten. Also nein, das, ich, manche waren sehr kreativ. Und ja, man könnte das anschauen und sagen, ja, vielleicht ist es doch interessant. Nicht? Mhm. Also ich würde auch gerne mal eine Lanze für die Kommune 1 brechen, auch wenn es diese ganzen negativen Aspekte gibt, also was die Geschlechterfrage angeht, was die Rolle der männlichen Alpha-Tiere angeht in dieser Kommune. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass also vor der Ausbreitung der Studentenbewegung im Sommer 67 gab es nicht viel, was sozusagen in den Medien wirklich eine große Rolle spielte. Und da war die Kommune 1, glaube ich, wichtig, weil sie wie auf einer Bühne den alternativen Alltag ausagiert hat, wie man auch leben kann. Nämlich nicht nur zu Hause bei den Eltern oder bei einer Zimmerwirtin, die nicht zulässt, dass der Partner damit übernachtet, weil es noch den Kuppeleiparagrafen gibt, sondern Männer und Frauen gemeinsam. Und zwar auf einer theoretisch gleichberechtigten Ebene mit der Idee, sich selbst zu verändern und die Welt zu verändern. Diese Doppeltheit ist, glaube ich, wichtig. Das ist bei diesen Kommune-Experimenten insbesondere, ich würde sagen, auch weitergefasst in der Jugendrevolte, um die Kombination ging, die Welt zu verändern und sich selbst zu verändern, immer beides zu machen. Dass sich das in den 70er Jahren dann veränderte, ist eine ganz andere Sache. Aber trotzdem denke ich, dass da die Kommune 1 eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das mit der Vermarktung in den Medien, ja, das ist sicherlich richtig. Aber auf der anderen Seite, die Medien haben ja erst diese ganzen Experimente, die neue Musik, die Filme und so weiter in die Masse gebracht, sodass also Jugendliche in den kleinsten Dörfern sich daran orientiert haben. Also ein sehr interessanter Quellenbestand, den ich sehr gern gelesen habe, ist die Fanpost an die Kommune 1, die man im Hamburger Institut für Sozialforschung nachlesen kann. Und das ist wirklich toll. Also die Teenager aus Klein-Kleckersdorf nach Berlin schreiben und so und sagen und denen ihre Probleme schildern und sagen, sowas wie ihr möchte ich auch gern machen. Kann ich mal vorbeikommen und gucken, wie das funktioniert? Und so. Also, und da gibt es also hunderte von Briefen, was eben zeigt, dass die Kommune sozusagen nicht als isolierter Gegenstand, sondern als weit über die Medien weit ausstrahlendes Modell angesehen wurde. Natürlich haben nicht alle das dann genauso gemacht, das wissen wir ja, aber es hat eben die Fantasie bei vielen Jugendlichen überall in der Bundesrepublik sehr stark angeregt. Herr Grohmann, haben Sie auch Fanpost geschrieben an die Kommune? Nein, wir hatten ja selber eine. Also, ich muss noch ein Aperçu, wie der Franzose sagt, hinzufügen. Die Studenten hatten natürlich die Kommunen, aber wir als werktätiges Volk haben eben auch gesagt, was können wir jetzt machen? Und wir hatten hier in Stuttgart die ersten Wohngemeinschaften von Menschen, die eben ihre feste Anstellung hatten, dann gemeinsam das Geld in einen Topf geschmissen haben, ein Haus gekauft haben und da mit 20 Leuten eingezogen sind. 8 Kinder und 12 Erwachsene. Und dort alles Geld in einen Topf geworfen haben, alle Einkünfte und dann hat die Wohngemeinschaft beschlossen, wer geht von den Leuten, die jetzt da sind, weil genügend Geld da ist, wer geht jetzt arbeiten? Können die Frauen vielleicht arbeiten gehen und die Männer können bleiben zu Hause und passen auf die Kinder auf? Und das Modell haben wir erfolgreich praktiziert und diese Wohngemeinschaft gibt es immer noch. Wir sind damals angezündet worden von Nazis, diese Wohngemeinschaft, und meine Familie damals ist ausgezogen aus diesem Grund. Aber die Wohngemeinschaft gibt es immer noch und zwar ein sehr solidarisches Verhalten, natürlich auch mit all diesen Diskussionen, dass man den Leuten, die jetzt die Bildung nicht hatten, der eine Teil hatte mehr Bildung, der andere eher Einbildung, dass man denen gesagt, wir geben euch jetzt ein Buch, das auch ihr versteht. So ein bisschen war dann, gut, das war etwas von oben herab, aber das hat durchaus sehr gut geklappt. Mir war es damals möglich, durch diese Wohngemeinschaft, das alles Geld in einer Kasse war, einen Job anzunehmen, nämlich Sekretär im Sozialistischen Zentrum, eine undogmatische linke Gruppe. Und hier in Baden-Württemberg sozusagen diese, in einer anderen Weise, diese APO zu stabilisieren, sage ich jetzt mal, und hinüber zu retten in die 88er oder 98er Jahre oder eben bis heute. Also man kann sagen, diese Studentenunruhen, die dann irgendwo in diesen großen Zentren, Berlin beispielsweise oder Frankfurt stattfanden, die haben sich nicht nur dort abgespielt, sondern das schwappte alles auch sozusagen in die Provinz, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Also auch kann man sagen, bis auf die Alp und in den Schwarzwald hinein ist diese Bewegung angekommen. Das
Es war ja vor allem, man darf das nicht vergessen, ich meine, bei aller Hochachtung vor den studentischen Protesten und wie weit die sich rausgelehnt haben. In der Provinz war das, man sieht das in der Ausstellung sehr gut, deutlich schwieriger, da das Jugendzentrum zu besetzen, da beispielsweise Häuser zu besetzen im Jugendzentrum, und man hat im Dorf ist man ja auch erkannt worden oder in kleinen Städten oder an der Schule in Anführungszeichen Revolution zu machen oder eine Demo zu machen. Man war sofort in diesem Ort, hier in der Stadt kann man natürlich relativ leicht verschwinden, aber dort in diesen Orten konnten die Leute eben nicht verschwinden, und die Repression an der Schule war schon da. Die war ja auch da, im Alltags, im Arbeitsleben war die ja auch da. Also dass die Leute, die sich zu weit rausgewagt hatten, einen auf den Deckel kamen. Also es ist ja nicht unbedingt so, dass, wenn Sie von Provinz reden, dass die wirkliche Provinz war. Im Grunde genommen war Berlin West-Berlin, und das war eine Provinz. Das kann man sagen. Das war eine geschlossene Stadt, leicht überschaubar. Da konnte sich das richtig entwickeln. Ob sich das in Hamburg so entwickelt hätte, frage ich zu bezweifeln. Und das war wie in der Provinz, in der geschlossenen, wo auch andere Regeln galten. Es galten andere Regeln, es galt nicht einfach das Restaurative der Adenauer-Zeit, sondern da waren die Alliierten, da war die Geschichte, jedes Haus ist dort ja Geschichte. Es war das richtige Biotop, dort konnte es sich entwickeln. Dann gab es die absolute Vertrauensperson, das war Rudi Dutschke. Also ich mache das jetzt aus meiner Sicht, ich eigne mich ja schon aufgrund meiner Erscheinungsweise sehr gut hier den eher konservativen Menschen zu spielen, nicht? Aber ich will Ihnen nicht sagen, Rudi Dutschke ist für mich die Vertrauensperson gewesen, und er ist bis heute eine emotional bei mir viel auslösende Person, sodass ich mehr als einmal im Jahr, und das nicht übertrieben, an sein Ehrengrab in Dahlem gehe. Das ist für mich, ist das eine ganz tolle Figur. Das war auch ein grundehrlicher Mensch. Das war auch nicht, er hat auch autoritäre Dinge gesagt, auch ins Totalitäre, Changierende manchmal, gehörte alles dazu. Aber er war die Figur, die es halt braucht, um so eine Sache zu verankern. Sie wird immer verankert über Personen, die glaubwürdig sind. Ja, das kann man sich sicherlich sagen. Und ich denke, Sie sprechen dafür sehr viele, auch Zeitgenossen, die Rudi Dutschke geschätzt haben, selbst wenn sie eine andere politische Ansicht hatten. Also das kann man zum Beispiel in den Briefen, an den Briefen sehen, die er ins Krankenhaus bekommen hat nach dem Attentat, bei denen es ja viel Unterstützung aus der gesamten Bevölkerung gab. Nicht nur, natürlich, es gibt auch negative, aber das ist, glaube ich, doch schon weit verbreitet. Aber nochmal zu der Frage mit der Provinz. Also wenn wir über Provinz reden, dann reden wir doch über die nicht zentralen Orte, würde ich sagen. Ich habe es auch in Anführungsstrichen gesetzt, Provinz in Anführungsstrichen. Ja, sagen wir mal auf dem Lande. Also nicht, ich würde Stuttgart zum Beispiel absolut nicht als Provinz begreifen. Aber so auf dem platten Lande, was passiert da eigentlich? Und da denke ich, ist es nochmal wichtig zu sehen, wie Sie schon sagten, Herr Grohmann, Jugendzentren spielen eine wichtige Rolle, und die Leute, die da sind, das sind natürlich nicht Studenten in der Regel, sondern eben alles Mögliche, Schüler, Lehrlinge und so weiter. Und das ist nochmal ein Grund dafür, den Blick zu weiten und nicht von Studentenrevolte nur zu sprechen, weil das von vornherein verstellt oder sagen wir mal den Blick kanalisiert auf die großen Städte und auf die Universitätsstädte und das alles andere ausblendet. Und ich denke, dass das wichtig ist zu sehen, dass es diese Provinzdimension oder die ländliche Dimension gibt, weil nur so erklärbar ist, dass nach 1968 das Ganze in die Breite der Bundesrepublik diffundiert und wir soziale Bewegungen auf dem Lande haben, Anti-AKW-Bewegung, Jugendzentrumsbewegung und so weiter, die sich plötzlich ausbreiten, ganz schnell in allen Bereichen der Bundesrepublik. Also das ist hier nicht nur ein Großstadt- und universitätsstädtisches Phänomen, sondern eines mit einer breiteren Tiefenwirkung. Aber da würde ich gerne nochmal nachhaken, und zwar, weil Sie gesagt haben, man muss es eben breiter sehen. Auch Sie haben ja eingangs gesagt, das ist ja auch ein globales Phänomen, also nicht nur auf Deutschland jetzt bezogen. Es gab ja auch Studentenunruhen damals in Paris an der Sorbonne, haben die Studenten die Sorbonne besetzt. Und da gab es einen ganz klaren Schulterschluss auch mit der Arbeiterbewegung, also mit den Gewerkschaften, besser gesagt. Was hier in Deutschland aber nicht so stattgefunden hat, woran lag das? Ja. Oder? Für unsere Begriffe gab es diesen Schulterschluss. Das finde ich so eine Besonderheit von Stuttgart. Noch ein Wort noch zur Provinz. Kristallisationszentren waren dort immer die von den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen gegründeten, sicher waren auch Studenten dabei.
politisch-literarischen Clubs, die Freien, also ich sage jetzt Alpha oder in Schwäbisch Hall, in Schwäbisch Gmünd, in Kirchheim, also überall auf dem Land, bisschen um. Oberschwaben jetzt weniger, aber das waren solche Zentren, wo sich im weitesten Sinne die Opposition sammelte. Und alles, was im Ort sozusagen nicht konform war, hat dort so ein Kulminationszentrum gefunden, wo auch Aktionen ausgingen und wo auch dann aus den Dörfern, jetzt nach Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd und so weiter, wo dann Leute hinkamen und so, die Jugendlichen hinkamen, so ein bisschen riechen konnten, was ist Opposition und wo geht das jetzt hin. In Stuttgart haben wir die Besonderheit, dass die Arbeiterbewegung in früh schon in den 20er Jahren, um die Jahrhundertwende schon Spaltungen hatte, vor allem 20er Jahre, Erster Weltkrieg und so weiter, dass es wilde Streiks gab bei Daimler und dass sich da politische Bewegungen entwickelten, unabhängig von den beiden großen Parteien, also jenseits der SPD und jenseits der KPD. Eine linke Opposition gegen ihre, entweder haben sie sich selber rausgegründet, eigene Parteien gemacht, was ja die große Tragik ist, dass man immer gleich eine eigene Partei macht, aber die hatten auch in Stuttgart ihre Punkte, nämlich die Waldheime, die Naturfreunde, oder eben in den 70er Jahren, dann in den 60er Jahren den Club Voltaire. Und hier, weil eben dieser Club Voltaire, diese Einrichtung Club Voltaire keine studentische Gründung war, waren zwar auch dabei, aber so schon aus unserer Mitte, gab es da auch immer einen sehr frühen Schulterschluss mit den Leuten, die in der Fabrik Opposition betrieben haben. Ich sage jetzt mal hier die Gruppe Horst Mühleisen. Wir hatten ja im Club Voltaire auch Hilfe für amerikanische Deserteure organisiert, die wir nach Frankreich rüberschipperten. Oder wir haben noch früher in der Stuttgarter Zeit organisiert Kriegsdienstverweiger, französische Kriegsdienstverweiger, die nicht nach Algerien wollten, zu unterstützen, illegal zu unterstützen. Also es hatte hier eine sehr große Breite und eine relativ große Verankerung in den Betrieben. Das heißt, über die Betriebsräte, über die Vertrauensleute, IG Metall, ÖTV, Druck und Papier. Und wir hatten auch in den Theatern, also vor der Peilmann-Zeit, also immer auch in die Kultur hinein, in die Journalisten hinein, relativ gute Verbindungen, wo man das so ein bisschen festmachen konnte. Insofern war das auch immer interessant, für Rudi und für andere aus dieser studentischen Bewegung nach Stuttgart zu gucken und zu sagen, was ist hier das Besondere? Wir hatten natürlich auch da charismatische Leute wie den Willi Hoss jetzt, die sozusagen im Betrieb sehr bekannt waren und auch in keiner Weise dogmatisch waren. Das ist auch eine Besonderheit, denke ich, von diesen Bewegungen, eben nicht dogmatisch zu sein und ein Bild, eine Utopie zu entwickeln, die nichts zu tun hatte mit China, wie Joschka Fischer, oder Kretschmann, oder die nichts zu tun hatte mit Moskau oder mit der DDR, sondern die ein eigenes Bild hatte von einer Gesellschaft, wie sie aussehen sollte. Und die auch diese Bewegung, die auch wusste, dass diese Gesellschaft nicht übermorgen entsteht und nicht entsteht durch Bombenlegen oder auf der Straße oder durch Wahlen, sondern dass da der Weg dahin, dass ganz lange Prozesse sind. Und in diesen Prozessen sind wir immer noch. Naja, also diese Erfahrung mussten ja die Studenten erstmal machen. Ja. Also ich meine, ich würde sagen, der SDS war ja ursprünglich die Studentenorganisation der SPD und ist dann abgestoßen worden von der SPD Anfang der 60er Jahre. 59. Ich, 59. Okay, gut. Da um diese Zeit. Und daraufhin wurde der SDS eigentlich der Sammel, oder war es vorher teilweise schon, eine Sammelgruppe von allen möglichen linkssozialistischen Strömungen, illegale KPD, die Leute gingen auch in den SDS. Also es war eine Sammelbewegung, kann man sagen. Und ich glaube, dass die örtlichen Profile des SDS und der Gewerkschaften sehr unterschiedlich waren. Manchmal ja, war das genau so, wie Sie das für Stuttgart beschrieben haben. Ähnliches gilt für Frankfurt übrigens, wo es auch eine starke linke Gewerkschaftsbewegung gab mit KPO-Hintergrund und so weiter und engen Verbindungen zum SDS. In anderen Städten war das anders, weil die Gewerkschaften dieser Geschichte, nachdem die SPD sich davon losgesagt hatte, kritisch gegenüberstand. Aber was dann ja passiert, ist, dass im SDS eine neue Fraktion sozusagen das Sagen hat, nämlich die sogenannte Anti-Autoritäre gegenüber der vorher traditionalistischen. Und da ist die Verbindung zur Gewerkschaft loser. Also da gibt es nicht diese Langzeit-Kooperation und auch die Skepsis gegenüber den Gewerkschaften. Und das hat damit zu tun, dass die Gewerkschaften sozusagen Teil des Staates werden. Stichwort konzertierte Aktion. Es gibt nicht nur eine große Koalition zwischen CDU und SPD, das erste Mal damals ab 66, sondern auch eine konzertierte Aktion, wo Unternehmer
und Arbeitnehmer zusammenarbeiten, sodass also da irgendwie nicht der Klassenkonflikt gepredigt wird, sondern die Klassenversöhnung oder so. Und das gefiel natürlich vielen SDSlern nicht. Also es gibt eine große Skepsis gegenüber der Gewerkschaftsbewegung. Ja. Sie haben gesagt, darf ich ihm etwas sagen? Ganz kurz. Ganz kurz. Ja. Weil wir würden doch ganz, möchten noch ganz gerne noch darüber reden, über die sozusagen Errungenschaften dieser 68er-Bewegung. Und da möchte ich gerne zu Frau Dutzke auch kommen, weil Sie ja auch in Ihren Publikationen das auch immer ganz stark auch betonen, dass diese 68er zu einer Befreiung der Frau und der Frauenbewegung halt geführt hat. Würden Sie das sagen, dass wirklich die 68er zu einem neuen Geschlechterverhältnis, zu einem Durchbruch in diesem Geschlechterverhältnis geführt haben? Ja, also ich denke, dass die Frauenbewegung schon wichtig war, und zwar nicht nur, um die Geschlechterverhältnis zu ändern, sondern dass die antiautoritäre Bewegung schon als die SDS und alles, also diese komische, ja, sektärische Gruppen entstanden sind, hätte die ganze antiautoritäre Bewegung verschwinden können. Also da war wirklich eine starke Tendenz, einfach zu sagen, vergiss das und so zurückgehen zu irgendwelche autoritären Organisationen, in denen so. Die Frauenbewegung aber hat es nicht gemacht im Allgemeinen, sondern dort ist diese Ideen, die aus den 60er-Bewegungen entstanden sind, aus der antiautoritären Bewegung. Das sind von der Frauenbewegung erst durch die Kinderladen und durch die ganze antiautoritäre Erziehung, die dann allmählich auch durch die ganze Ausbildungssystem gegangen sind. Und die Frauenbefreiung, die Abtreibungsparagraph abzuschaffen, dadurch sind auch sehr stark die ganzen Ideen, auch in den allen Ecken, in Provinzen und überall, dass durch die Frauenbewegung hat eine sehr wichtige Rolle in diesem Prozess gespielt. Aber hat sie tatsächlich was angestoßen, oder kann man sagen, war es dann doch nicht mehr als, so ein Zitat fällt auch öfters im Zusammenhang mit der Bewertung der 68er-Bewegung, war es nicht mehr als eine Durchlüftung der Gesellschaft? Also hat sie einfach nur etwas angestoßen, aber sozusagen tatsächlich nicht viel verändert? Würden Sie das auch zum Beispiel in Ihrem Verhältnis zu Ihrem Mann sagen? Hatten Sie da großen Einfluss? Ja, also natürlich, er musste viel lernen, aber das aber er war bereit zu lernen und hat sich bemüht, nicht immer erfolgreich, aber immerhin hat er bemüht. Und ich denke, dass das hat die Gesellschaft wirklich sehr geändert, in wie die Männer, also wenn man sieht, die Männer mit den Kinderwagen, tragen die Kinder, manchmal bleiben sie zu Hause in den Babyzeit oder wie das heißt, das gab es früher gar nicht. Und dass die Frauen dann, naja gut, das ist immer noch ein riesiger Unterschied, in wie sie belohnt werden und wie hoch sie kommen. Und trotzdem weiß man, dass man es könnte, man versucht es, man fordert es immer noch. Und manchen erfolgreich, also in meiner Familie sind die Frauen, die in der nächsten Generation sehr erfolgreich, vielleicht in einigen Fällen mehr als die Männer, aber ich denke, das ist nicht so eine totale Ausnahme. SWR 2 Forum, heute aus dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart zum Thema Mythos 1968. Was bleibt von der Protestbewegung? Die Frage ist, was haben die 68er nachhaltig verändert? Welche Veränderungen auch in der, wir haben ja ganz auch schon zusammengefasst, welche wichtige Rolle sie gespielt haben, um überhaupt Demokratisierung in Gang zu bringen und auch ein Bewusstsein für Demokratie in der Gesellschaft, in der breiten Öffentlichkeit überhaupt zu schaffen. Könnte man überspitzt sagen, also eine lebendige Zivilgesellschaft, so wie wir sie heute erleben, zum Beispiel auch mit Protest gegen Stuttgart 21 beispielsweise, ist das auch ein Ergebnis dieser 68er? Es ist sehr viel ein Ergebnis der 68er. Wir sind viele da, sind Ergebnis der 68er, sagen wir mal, Bewegung, die angeschoben wurde. Das war tatsächlich die Frauenbewegung ist so nicht denkbar ohne die 68er. Die grüne Bewegung, also die ökologische, wuchs daraus. Es gibt dann auch einen Strang des Autoritären, den wir auch haben. Aber es gibt diesen Strang des
Modernisierens der Gesellschaft, dort, wo die Gesellschaft, ich rede nicht gern mit diesem Soziologenquatsch, wer hat denn eigentlich einen eingeführt? Die Zivilgesellschaft, was ist das andere? Die Militärgesellschaft, das ist doch einfach die Gesellschaft, das ist auch ein Resultat. Die Elite schafft sich eine Zivilgesellschaft. Die Funktionärsgesellschaft, Zivilgesellschaft, das ist keine Zivilgesellschaft. Die Gesellschaft hat sich verändert, ist lebendig geworden. Das war die Wirkung in der Gesellschaft, im Privaten, im, sagen wir, gemeinschaftlichen, aber immer noch im vorpolitischen Raum. Da war es am stärksten. In der Veränderung des Systems war es natürlich nicht, das hat sich nicht ergeben, weil das System ließ dies ja zu. Bei allen Kämpfen, es ließ das zu. Es gehört sogar dazu. Insofern war es ein Ausdruck, ein Modernisierungsausdruck der liberalen Grundgesetzgesellschaft. Modernisierung ist ein gutes Stichwort, weil ich würde gerne noch ein Zitat bringen in dem Zusammenhang. Nämlich, wie modern kann eine Bewegung sein, die für die Arbeiterräte der 20er Jahre und die Kulturrevolution in China schwärmt? Das fragt Daniel Cohn-Bendit und er meint, forget 68. Cohn-Bendit muss immer originell sein, das ist ein Zwang. Ja, genau, so ist es. Also für mich war die Frage von 68 eigentlich immer, dass man da etwas gelernt hat, auch für uns, Selbstbewusstsein gegenüber den Obrigkeiten. Gegenüber den Obrigkeiten, mit der man es hier in der Stadt zu tun hatte. Entweder mit seinen Betriebsräten oder Betriebsratsfürsten, wie bei Daimler-Benz, entweder mit den parlamentarischen Obrigkeiten, den Abgeordneten, den Stadträten oder mit den Obrigkeiten bei der Polizei, bei der Justiz, nicht? Mit denen man sich auseinandersetzen musste. Und als selbstbewusste Bürgerin, als selbstbewusste Bürger konnte man, ist man seitdem, finde ich jetzt, ganz anders aufgetreten, dass wir sagen, wir zuerst. Wir sind die Macher in diesem Staat. Wir sind die Macher in diesem Staat und wir haben was zu melden und wir können diese Gesellschaft verändern. Und dieses Bewusstsein ist, glaube ich, das ist das Erbe. Das war vorher nicht da. Dieses Bewusstsein, dass wir verändern können. Wie, dass die Veränderungen nicht tief genug gehen, dass sie, weiß ich nicht, auch immer wieder verflachen und immer wieder uns unter den Händen entwischen. Das ist alles richtig. Aber die Menschen, die jetzt zum Teil resigniert sind oder stiller sind, die sind ja noch da. Auch deren Bewusstsein mag sein, dass es verschüttet ist, aber auch das überschüssige Bewusstsein der Menschen ist ja noch da und es kann jederzeit wieder aufgehoben werden. Abgesehen von denen natürlich, die heute noch in allen möglichen Bewegungen, Aktionen in der Gesellschaft, Zivilgesellschaft, in dieser Gesellschaft als Citoyen aktiv sind. Wunderbar, das mit dem Citoyen. Nur wenn ich jetzt in die Jetztzeit gehe, in die Tage jetzt, dann beobachte ich Dinge, die mich den Kopf schütteln lassen. Ja, ich auch. In diesem Land, in diesen Medien wird im Moment nur das zum, wir sind anders aufgetreten gegen, ja, das stimmt ja, aber in diesen Medien wird kolportiert, überall, und es geht jetzt nicht um die Person, aber um den Vorgang, Frau Merkel muss jetzt ihre Nachfolge regeln. Ja, unglaublich, ja. Eine Monarchie, die Königin sagt, welcher Prinz, welche Prinzessin. Genau. Und die Medien, dieses Hochamt von Heute-Journal, nicht dieses Nudging-Hochamt, wo ich immer zuerst mal eingestimmt werde, wie ich dann die Nachricht aufnehmen muss. All die, diese ganze Club in Berlin, den ich dort sehe, es ist ganz furchtbar. Da fühle ich gar nichts Libertären. Da fühle ich eine Unterwerfungsmentalität. Ja. Und man kann sich alles nur unterwerfend vorstellen. Wenn der Lindner sagt, ich mache nicht mit aus politischen Gründen und seine Partei steht hinter ihm, steht im Spiegel nicht, er scharrt die Partei hinter sich, sondern er hat sich die Partei unterworfen. Es läuft alles immer über diese Mechanismen. Es ist nicht wahr, dass es in Berlin angekommen ist heute. Ja. Es ist versandet. Da oben. Ja. Es ist eine Elite, die... Ja. Na gut, wir dürfen ja nicht immer nur auf die Herrschenden blicken sozusagen, sondern auch auf das, was sich unten tut in der Gesellschaft. Und da finde ich nur doch, dass es noch eine Menge Bewegung gibt, eine Menge Proteste, Stichwort G20 letztes Jahr oder andere Dinge, die sich da bewegen, wo junge Leute oder ältere Leute wie hier aktiv werden und sich einmischen in die Politik. Das ist natürlich, hat verschiedene Komponenten, es gibt auch problematische Aspekte da, aber ich finde doch, dass das
Ich meine, ob man das jetzt einseitig auf 68 zurückführen kann, nein, ist noch mal eine andere Frage. Aber man muss schon sagen, ich finde, Herr Mayer, nicht, dass sozusagen das Grundgesetz von sich selbst zu sich selbst gekommen ist. Also dass Demokratie, dass der demokratische Rahmen einfach nur ausgefüllt wurde, sondern er wurde schon auch provoziert. Also um noch mal kurz auf diese Sache mit den 20er Jahren zurückzukommen. Wie modern ist eigentlich eine Bewegung, die sich an den 20er Jahren orientiert? Eine Losung von Rudi Dutschke war, oder ein Ziel, Rätedemokratie. Richtig. Ja, gut, kann man ja unterschiedlich sehen, aber auf jeden Fall, wohin sollte man gucken in den 60er Jahren, wenn nicht in die 20er? Also die einzige Zeit einer demokratischen Republik, die es in Deutschland vorher gab, an der man sich orientieren konnte. Das Prinzip der Rätedemokratie, wie wir alle wissen, ist nicht verwirklicht worden. Aber es gibt doch bestimmte Elemente, die verwirklicht worden sind. Stichwort partizipatorische Demokratie. Also eine Demokratie, wo man nicht nur alle 4 Jahre wählen geht, sondern wo das legitim ist, dass man demonstriert zum Beispiel, was in vielen Teilen der Bundesrepublik in den 60er Jahren noch verpönt war, wo man Methoden des zivilen Ungehorsams anwendet. Das sind Impulse, die dann aus den USA rüberkommen. Bürgerrechtsbewegung, Frau Dutschke hatte das gesagt, Impulse aus dem amerikanischen SDS. Also hier vermischen sich bestimmte Ideen, die in den 20er Jahren virulent waren, und Ideen, die zeitgenössisch sind und aus den USA kommen. Und die werden durch die neuen sozialen Bewegungen nach 1968 massenhaft umgesetzt. Stichwort Frauenbewegung, aber auch Friedensbewegung, Umweltschutz, Anti-AKW und so weiter. Also haben jetzt ganz viele positive Konsequenzen sozusagen benannt, die aus der 68er-Bewegung heraus entstanden sind. Aber ich würde gerne doch noch mal etwas kritischer nachfragen wollen. Also wenn man sieht, es wurden neue Beteiligungen gefordert auf der Straße, in den Kommunen, und Sie haben eben auch das andere Stichwort gebracht, Kinderläden. Da denken wir auch an sexuelle Befreiung und auch um ein neues Verhältnis von Erwachsenen und Kindern bei der Sexualität. Und das hat ja dann auch jetzt in den letzten Jahren noch mal zu erneuten Diskussionen geführt, Stichwort Unwaldschule, also Kindesmissbrauch. Wo führten denn jetzt unabhängig davon dieser Problematik, aber wo führten denn die 68er Ihrer Meinung nach in die Irre? Wo hat es nicht funktioniert? Ja, also ich denke, ein großes Problem war, dass man wirklich eine Wirtschaft nicht ändern könnte. Also man hat schon gesehen, dass es Probleme mit dieser Konsumgesellschaft, mit dieser Globalisierung und mit dieser Teilung von den Oben und Unten und so. Also man hat das alles gesehen, aber man hatte keine Ahnung eigentlich, wie man das ändern konnte. Und damals war es wahrscheinlich auch unmöglich. Also da musste dieser kapitalistische Prozess weiterentwickeln. Aber heute denke ich, es ist vielleicht zu dem Punkt gekommen, wo die Trennung von oben und unten, also diese kleine Klasse von wahnsinnig superreichen Leuten, wo man das in den USA sieht, wo man einfach alles geht, also überhaupt diese Art von Trickle-Down-Wirtschaft, dass man inzwischen wirklich weiß, dass es nicht funktioniert auf der Weise. Jetzt vielleicht kommt der Punkt, wo man diese Frage der Wirtschaft, die damals zwar gestellt war, aber keine Antwort gegeben war. Vielleicht kann man heute wirklich anfangen, eine Antwort darauf zu finden. Also es sind schon Vorschläge gemacht mit dieser Nachhaltigkeit, und wo man wirklich starken Kritik an diesem Trickle-Down und oben und unten, diese ständige Erweiterung von den oben und unten und so. Also das ist, glaube ich, die Aufgabe heute, eine sehr wichtige Aufgabe, die man damit irgendwie wieder anfangen muss und vielleicht an 68 anknüpfen, aber weiterentwickeln, weil 68 hat das nicht geschafft. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne noch mal nachfragen, aber im Gesellschaftspolitischen, also die 68er haben mit ihrer Betonung des Liberalismus und des Individualismus auch vielleicht eine Entwicklung in Gang gesetzt, die heute dazu führt, dass sich eine Gesellschaft sehr zersplittert hat und auch diesen Egozentrik auch frönt in irgendeiner gewissen Weise. Ich spitze das jetzt mal zu, und auch eine Kommerzialisierung auch der Gesellschaft angestoßen hat. Kann man das auch sagen? Nee, ich denke, das ist fragwürdig. Also ich denke, Solidarität war damals auch wichtig. Ich meine, die Kommune an für sich war die Idee, Solidarität zu praktizieren, nicht? Also das natürlich Individualismus, aber auch die Solidarität. Und diese Zusammenbringen war damals wichtig.
das ist eine Gegenrichtung, die überhaupt die Ideen der 68er vielleicht wieder zerstören wollte. Dann kommt das eher, also nicht von 68, sondern von denen, die 68 ausrotten sollte, kann man vielleicht sagen. Wo würden Sie sagen, wo haben die Ideen der 68er in die Irre geführt, in die Sackgasse? Sie sind. Haben Sie, Entschuldigung. Sie sehen Siegfried an. Ach, ich, so. Mich gucken Sie an. Ja, so als Historiker. Naja, ich würde sagen, es war natürlich eine radikale Bewegung, insbesondere wenn man die, also jetzt mal die Studentenbewegung anguckt, die bestimmte Zielvorstellungen hatten, die weitgehend waren. Da gibt es autoritäre Organisationsstrukturen ab den frühen 70er Jahren, wie wir alle wissen, die ziemlich harsche Konsequenzen für manche ihrer eigenen Mitglieder hatten. Es gibt das, was Sie genannt haben mit der Sexualität von Kindern, wobei ich das auch wieder einschränken würde. Also natürlich gab es eine Vorstellung von Liberalisierung der Sexualität, aber die bezog sich auf alle Aspekte der Sexualität. Nicht zuletzt auf Homosexualität, was ja damals noch strafbar war, 1968 und erst 1969 liberalisiert wurde strafrechtlich. Aber es gab eben die Vorstellung, dass Leute ihre Sexualität frei ausleben können sollten und darunter wurden auch Kinder gefasst. Das hatte nichts mit Pädophilie zu tun. Es ging nicht darum, die sexuellen Bedürfnisse Erwachsener zu bedienen, sondern da stellt sich, also wie immer, wenn es sozusagen radikale Veränderungen gibt, dann muss man erstmal rausfinden, was davon ist jetzt wirklich machbar und wo muss man Begrenzungen einziehen. Und das sehen wir dann Ende der 70er Jahre, wo immer deutlicher wird, dass Sexualität mit Kindern eine Form von Sexualität ist, die eben nicht gleichberechtigt ist, sondern die hierarchisch ist, wo es darum geht, dass nicht sozusagen verhandlungsfähige, die sich dem Willen von verhandlungsfähigen Untertanen machen. Nein. Und das ist ein Problem, was wir aber ja auch geächtet ist gesellschaftlich. So eine andere Frage ist, die wir auch noch nicht aufgeworfen haben, ist was auch mal diskutiert wird, ob eben die 68er auch Wegbereiter waren der RAF. Also wann schlug diese Linksliberalität in so einen Linksradikalismus um? Wie war das bei Ihnen, Frau Dutschke? Wie haben Sie diese Gewaltfrage, wie weit darf man gehen, um seine Utopie durchzusetzen? Wie wurde das bei Ihnen daheim diskutiert? Ja, also es ging darum, ist in der BRD in dieser Zeit eine Gesellschaft, wo gleich wieder so eine Art Hitler wieder entstehen würde und soll man dafür vorbereiten? Oder haben wir wirklich eine mögliche Grundlage mit dieser Verfassung, wo man die Demokratisierung weiterführen kann? Wenn man sagt, wir haben eine Situation, wo man die Demokratisierung wirklich weiterführen kann, dann soll man nicht im Untergrund gehen, sondern soll man einen Dialog mit der Gesellschaft weiterführen. Und das war unsere Idee. Und dass Leute dann im Untergrund gegangen waren, haben wir gesehen, die haben einfach falsch geschätzt, die haben die Gesellschaft einfach nicht richtig analysieren können und haben ja praktisch die, zum Teil kann man sagen, die Bewegung zerstört. Ich glaube, ein Aspekt, der in die Irre geführt hat, war die moralische Aufgeladenheit dieser Bewegung. Ich erinnere mich noch, als Holger Mainz beerdigt wurde, er lag da so im Sarg, da habe ich geweint. Er hat sich ja zu Tode gehungert. Aus einem unglaublichen moralischen Engagement, das war völlig unpolitisch. Einfach das Engagement des Menschen für den Menschen. Und das war ja einer von der RAF, jedenfalls des Umfeldes. Und diese Moralisierung, die hat sich gehalten. Das ist eigentlich ein unpolitischer Strang. Bis heute. Dieses Nicht-Akzeptieren, dass die Gesellschaft auseinanderklafft und miteinander im Streit ist. Dieses Prinzip, man hat ja damals gesagt, dass ein Popperianer, wenn einer Popper vertreten hat, einer der ersten war Helmut Schmidt, haben wir gesagt, ja, das ist ein Popperianer, das fand ich damals auch noch bedenklich. Heute bin ich auch einer und seit langem. Diese Idee der Gesellschaft, dass sie offen ist für Versuch und Irrtum, für andere Meinungen, für Reden mit jedem, dass man also nicht das richtige Leben im Richtigen sucht, sondern das Leben einfach lebt. Übrigens, wie Sie gesagt haben, mit riesen viel Spaß. Natürlich war da viel Spaß. Gottlob, das war das Bürgerlichste im positiven Sinn. Im Sinn der bürgerlichen Revolution war da viel Spaß. Im Sinn der Aufklärung, diese Salons in Frankreich, der heutigen Monarchie, das war Spaß.
Das war Spaß, es war eine Spaßgesellschaft, die gedacht hat. Wer denkt, hat Spaß. Auch wenn Kabarettisten machen ja eigentlich nur das. Ja, aber ich denke, wir haben, für mich wäre es ein Irrtum zu sagen, die 68er-Bewegung hat die und die Idee gehabt oder die und die Idee nicht. Das Interessante in meinem Empfinden, auch im Nachbetrachten, war eben die Vielzahl der Ideen, die da gewirkt haben und wo man und die Vielzahl von Gruppen und von Divergierenden, von unterschiedlichsten Meinungen, von nächtelangen Debatten, wo man sich eben nicht einig war, wo es eben keine gemeinsame Botschaft war. Es gab mehr Gruppen, die dann auch von den Medien sozusagen, von den Bildern, die gebraucht wurden, aufgenommen wurden, transportiert wurden und als die wichtigsten dargestellt wurden. Aber es gab eben eine ganz große Vielschichtigkeit dieser Bewegung und die auch ganz unterschiedlich heute noch, und vielen von dem, was Sie sagen, würde ich sofort zustimmen, würde ich sagen, ja, das ist das, Sie sind ein 68er, mit Ausnahme von dem Popper. Wir leben ja heute in einer Zeit viel beklagter Missstände und wir haben ja eben auch schon ein bisschen über die aktuelle sozusagen Befindlichkeit der Berliner Republik gesprochen. Wäre denn eine Bewegung wie die 68er heute noch denkbar? Oder anders gefragt, wieso kommt es heute nicht mehr zu einer solchen Bewegung? Wer weiß. Ja, genau, das denke ich auch. Also es ist denkbar und, würde ich sagen, notwendig. Und wir hoffen, dass es geschieht. Herr Grohmann? Ja, ich denke schon, es ist dringend notwendig, dass wir wieder so einen Aufbruch, so einen gesellschaftlichen Aufbruch brauchen. Sonst driftet diese Gesellschaft noch mehr nach rechts ab, und zwar ins Rechtsradikale. Wir sehen das am Beispiel Österreich, Ungarn, Schweiz, weiß ich jetzt nicht so genau, Frankreich, überall, wo diese rechten Bewegungen hat die Demokratie offenbar nicht die richtigen Antworten. Und es ist ein ganz großes Potenzial an Menschen da, die mit diesem Zustand nicht leben wollen, nicht leben können und wo man nicht sagen kann, sie haben sich noch nicht verortet. Aber die Gefahr ist einer Verortung rechts außen. Und das sehe ich als großes Problem. Sie haben ja den Punkt jetzt genannt. Das Problem ist, die Etablierten, wie Sie sagen, haben nicht die Antwort. Genau. Ich würde es noch einfacher sagen. Sie haben es nicht mal diskutiert. Darum werden diese Probleme jetzt von der äußeren Rechten, bei uns ist die stärkste Partei der Schweiz, und zum Teil ist sie rechts von ihrer AfD, das ist ein harmloser Verein, den sie da haben. Nicht? Der hat ja auch nicht Millionen und Milliarden und einen Oligarchen, der das führt. Also das müssen Sie schon mal besser... Bei uns, ja, also bitte. Ja. Da wurde die Sache nicht diskutiert. Und die bewirtschaften. Die machen ja nicht Politik. Sie bewirtschaften die nicht diskutierten Probleme. Und das meinte ich vorher. Dass hier ich habe gestern in Phoenix gesagt, die deutsche Gesellschaft kommt mir im Moment wie verklebt vor. Wie verklebt, man muss sie entkleben. Man muss sie, diesen Kleister, dass auch das alles immer zu einem Gemeinsamen führen muss, auch vielleicht hier. Am Schluss müssen wir gemeinsam, ich verweigere mich dem total. Wir müssen nicht gemeinsam. Nein, genau nicht. Ja. Hervorragend. Ja, wir sind uns einig. Genau. Alte Schriftsätze. Wir sind uns einig. Also auch wenn natürlich, als Historiker muss man natürlich einwenden, es wiederholt sich die Geschichte nie. Also nochmal ein 68 wird es natürlich nicht geben. Aber es fällt schon auf, dass so damals schon angesprochene Probleme und grundlegende Probleme, die die Leute erhitzt haben oder die Aktivisten erhitzt haben, bis heute noch relevant sind. Also Kolonialismus oder Neokolonialismus, das Verhältnis der Ersten zur Dritten Welt, wie wir sehen durch die Fluchtbewegung, ist das nach wie vor ein Riesenproblem und ein größer werdendes Problem. Dann die Tendenz zur nationalistischen Abschottung, das ist hier jetzt unter dem Stichwort die Rechten abgehandelt worden, was eben europaweit zu beobachten ist. Soziale Ungleichheit, ein Thema, das in der letzten Zeit ganz wichtig geworden ist. Also nach wie vor sind so richtig grundlegende Probleme der Welt ja nicht gelöst. Und insofern kann man sich wirklich wünschen, dass da noch was in der Richtung passiert, eben auch, weil es jetzt darum geht, diejenigen zurückzuweisen, die in den letzten Tagen immer wieder gesagt haben, jetzt wollen wir aber wirklich mal Schluss machen mit dem ewigen 68er, mit der ewigen 68er-Dominanz. Ja. Stichwort Dobrindt und Meuthen von der AfD und so weiter. Hier, nein, Stuttgarter Zeitung, die Protestidioten, ne? Wo indirekt davon gesprochen wird, dass diese Gesellschaft, was die AfD sagt, auch eine versiffte, linksbestimmte, linksgrün bestimmte Gesellschaft ist. Schreibt diese Zeitung unwidersprochen. Aber wir zwei zeigen doch, wir sind noch da und Frau Dutschke ist da. Ja. Wir sind alle noch da, wir sterben zwar bald, aber im Moment sind wir noch da.
Und die starben früher. Ja, die sind doch schon tot. Gut, dann freue ich mich, dass Sie auch hier heute Abend da sind und da gewesen sind. Das war das SWR2-Forum heute aus dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart zum Thema Mythos 1968. Was bleibt von der Protestbewegung? Vielen Dank für das Gespräch. Meine Gesprächspartner waren Gretchen Dutschke, Autorin, Theologin und Ehefrau des Studentenführers Rudi Dutschke, Professor Detlef Siegfried, Zeithistoriker von der Universität in Kopenhagen. Peter Grohmann, Stuttgarter Aktivist und Kabarettist, und auch der Schweizer Publizist Frank A. Meyer. Die Gesprächsleitung hatte Silke Arning.